Wo auch immer der jetzt schon wieder gelandet ist. Achso, ist noch nicht fertig. Okay. Nur so ein bisschen Ablenkung. Gib mir all das Zeug. So, wo ist der Beacon? Da ist der Beacon. Hau den dahin und hau da. Speed plus 80%. Es funktioniert. Okay, das heißt, ich könnte jetzt noch einen Beacon bauen, den da auch noch daneben hauen, dann geht das noch schneller. Gut. Gut, 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 gut. Gib mir all dein Zeug. Sind da schon Diamanten bei? Ja, zwei Stück. Wie viel kriegen wir noch? Wir kriegen insgesamt noch 33 komische Diamanten und 16,8 andere komische Diamanten. Du, da, Speedmodule. 160%. Währenddessen wird die Basis zu Hause durchgehend angegriffen. Aber es sind immer nur einer zweier Zerstörung und das sagt mir, dass das dann nur die Sniper sind. Und die Sniper kriegen das nicht schnell genug kaputt. So, bau also bitte noch zwei Beacon. Bau bitte 16 Shitty-Horn. Und dann gucken wir mal weiter. Wie schnell bist du leer? Ach, du bist schon... Ja, doch, du gehst ganz schön schnell runter. Das ist gut. Das Ganze machen wir hier nochmal. Aber ich denke nicht jetzt in einem Schwung. Sobald das die zwei Felder da leer sind, gehe ich nach Hause, mache erstmal aus den Diamanten die tollen Diamanten, baue dann den Polisher und polische dann erstmal alle Smaragde, die ich habe, für die richtig gute Laser-Shotgun-Munition. Für das Ding da. Und dann gehe ich Spaß haben und guck mal, wie stark die so ist. Wobei ich wahrscheinlich erstmal die Rüstung haben müsste. Weil die jetzige hält ja nicht so wirklich viel aus gegen die, denke ich. Also gegen die Könige und so weiter. Wobei die ja langsam sind. Ja, muss ich mal gucken. Also es wäre eine schöne Abwechslung, wenn man zwischendurch auch Phasen hat, wo man als Spieler wieder stärker ist als die Türme und so weiter. Dass es dann auch Sinn macht, wieder rauszugehen und nicht einfach nur zu warten. Gib her das Zeug. Du. Da, da. Da und da. Bam, 320%. Miau, miau, miau. Sehr schön. Aber Diamant definitiv selten. Und das Useless-Zeug konnten wir, glaube ich, nur zu Stein machen. Das heißt, es geht echt... Achso, die sind ja Wayne dann. Die da, das sind dann die einzigen, die wir benutzen können. 6 Stück. Und damit können wir ein Gem-Polisher bauen, sobald die Diamanten verarbeitet wurden. Was machst du da unten? Acht. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich hier. Kann ich dich abbauen? Nö, auch nicht. Da bräuchte ich auch ein Mining Drill für. Also es ist mir unheimlich, weil ich es halt nicht brauche. Also ich muss erst wieder Diamanten abbauen, weil ich das richtig gesehen habe. Wenn wir diese Ultra Advanced Science Packs da benutzen wollen, da müssen wir Diamanten reinstecken. Aber bis wir da ankommen, dauert es noch eine ganze Weile. Ja komm, bau das Ding ab. Gib mir die Kiste. So, dann gehen wir nach Hause und dann ist gut. Nicht zu viel Risiko eingehen, nicht zu viele Ressourcen verschwenden. Auch wenn ich ressourcentechnisch jetzt momentan nicht so die Probleme sehe, aber wer weiß. Strommasten können wir hier stehen lassen. Tuckern wir mit wahnsinniger Geschwindigkeit nach Hause. Machst du immer noch so viel Schaden, wenn du irgendwo gegenfährst? Nö. Er macht keinen Schaden, wenn er irgendwo gegenfährt. Oder vernachlässigbaren Schaden. Okay. Ja. Also ich denke, der Macher des Mods hat rausgefunden, wie sehr man den Panzerwagen missbrauchen kann. Ist tierisch stinkig. Und hat deswegen aus dem Ding einen Haufen Müll gemacht, dass man für nichts mehr nutzen kann. Okay. Oh, was ist denn hier los? Raus. Wird langsam ein bisschen alle hier. So, du.
Super Produktivitätsmodule? Nee, komm, das reicht, wenn wir die da reinhauen. Das Ding ist nämlich immer noch durchgehend vorher. Okay, also jetzt kommt die Diamantgeschichte. Das heißt, wir suchen uns irgendein schnuckeliges Plätzchen. Ich wollte gerade sagen, wir können es ja einfach irgendwo aufbauen. Es muss ja nicht permanent so bleiben, aber die meisten temporären Lösungen bleiben dann doch irgendwie länger als geplant. Aber nee, hier nicht. Ich hau die einfach jetzt hier hin und will einfach nur die Diamanten herstellen. Das heißt, ich brauche... Wo sind... Ah, die hab ich wieder weggetan, ne? Ja, die Diamantgebäude-Dinger. Bronze darf erstmal jetzt hier rein. Stein darf da hin. Plastik weg. Ja, ist okay. Da sind die Diamanten. Also, ihr wisst, was ich meine. So, Gem Crusher. Gem Grinder. So, und die waren alle komisch und die waren komisch zu verknüpfen. Und ich mache das einfach alles von Hand. Was ich jetzt will, ist, dass du mir aus Diamond Ore Crushed Diamond Ore machst. Geht nicht mit Produktivitätsmodulen. Dann habe ich Crushed Diamond Ore. Und aus Crushed Diamond Ore... Aus Crushed Diamond Ore will ich Chunks of Diamond machen. Und aus Chunks of Diamond mache ich dann hier Raw Diamond zusammen mit Stein. Also erster Schritt, Diamond Ore da reintun. Wie viel brauchte ich für das eine komische Ding? 5. Das heißt, ich tue erstmal nur 5 rein, nur für den Fall, dass ich irgendwas falsch mache. Aber das verdoppelt sich ja schon. Ach, stimmt. Okay. So. 10 Stück. Die kamen dann hier rein. Werden dann 20 Stück. Also am Ende habe ich 40 saubere Diamanten-Dinger da. Nee, Raw-Diamanten-Dinger. Okay. Ja, das macht natürlich auch schon wesentlich mehr Sinn, wenn es mit jeder Stufe sich verdoppelt. Dann bringen die Diamantenfelder, die Edelsteinfelder wesentlich mehr als die Leichen. Weil die Leichen sind halt immer nur ein Erz. Und das ist auch schon die dritte Stufe. Das heißt, wenn man dann einen Smaragd aus dem Edelsteinfeld rausholt, werden das am Ende 6 oder 8. Und dann kann man dementsprechend viel mehr Munition damit herstellen. So, die hätte ich schon mal ganz gerne, damit du hier schon mal anfangen kannst zu arbeiten. So. Okay. Das heißt, wir bauen gleich den Polisher. Wenn wir den Polisher haben, geht's ab. Das heißt, ich brauche jetzt schon mal die ganzen... Oh. Wir haben gar keine Smaragde hier automatisiert. Nee, haben wir nicht. Oh, okay. Zerstör mal das da. Wir haben hier nur den Elderbeiter. Hier haben wir den Berserker. Und hier haben wir die Königin. Wir haben den König aber nicht. Du? Ja, da warten nämlich jetzt über 80 Könige darauf, zerlegt zu werden. Also nimm bitte eine sehr tolle Fabrik. Setz die da hin. Sag ihm bitte, dass du Könige zerlegen sollst. Schnell. Und dann nimmst du dir von da die Könige. Und Schwefelsäure bekommst du von hier unten irgendwo. So. So, das Ganze haust du hier in eine Kiste. Ne, keine große. Was sind da noch ganz viel Leich? Achso, es muss erst alles abtransportiert werden. Okay, du brauchst also ein schnelles Ärmchen. So, da haben wir Chunks of Emerald. Die brauchen wir nachher gepolished. Schön. Raw Diamond. Bau mir bitte Polisher. Es ist krass, dass das so ein High-End-Zeug ist. Weil es ist eigentlich nur eine Trommel, wo man Steine reintut. Und die Edelsteine. Das ist egal. Du da. Mach mir Polished Emerald aus Raw Emerald. Jetzt muss ich erstmal Chunks zerlegen zu
Was? Du brauchst Raw Emerald. Was? Achso, ja, hier. Hier muss das rein. Okay. Kurzfristig irritiert. Ich soll sehr später wirklich ordentlich aufbauen, damit ich weiß, wann was wohin kommt. So, du kommst jetzt. So, du musst das Rezept ändern. Kommen die Steine dahin, kommt ihr dahin. Das heißt, ich kann dich noch einmal verdoppeln, bevor ich dich da reinhau. Kommen hier auch zwei raus? Was? Fünf? Was? Okay, alles wieder über den Haufen geworfen. Ich dachte, oh, das verdoppelt sich alles schön, verdoppelt sich schon, verdoppelt sich schön. Nö. Es verdoppelt sich zwar, aber danach braucht man plötzlich 15 für die letzte Stufe. Das heißt, man braucht zwei Roherze, die dann jedes Mal verachtfacht werden, um am Ende ein Polished Gem rauszubekommen. Um daraus dann die Munition herzustellen. Alter Falter, seid ihr durch. Ja. Highly Advanced Battery braucht man. Ja, geht auch natürlich. Gut, gib... Das ist alles nicht so wie gedacht. Gib mir das Zeug da. Na. No. Hau das hier rein. Und warte ab. Ich könnte das automatisieren. Sollte ich wahrscheinlich auch. Aber momentan bin ich mir noch zu unsicher, was damit angeht. Ob man nicht vielleicht irgendwelche von den Zwischendingern hier für irgendwas anderes braucht und so. Will ich jetzt nichts riskieren. So, raw. Du hast auch wieder Steine. Haben wir irgendwo noch Steine? Wir haben ganz viele Mauern. Tungsten-Roboter? Kommt mal mit, ich mache euch nachher zu MK. Schieß mich tot. So. Die können wieder weg. Die können weg. Ich hätte ganz gerne... Warum sind hier keine Steine? Achso, weil die Steine alle in ihren großen Kisten sind, ja. Okay. Das heißt, ich muss nach unten laufen zu einer von den vielen Steinkisten. Da. Die sollte ich auch mal zu einer großen Kiste machen, so. Obwohl, nö, wir haben anderweitig genug Möglichkeit, an Steine anzukommen. Ein Roboport MK1. Ach ja, stimmt. Ich wollte ein System mir einfallen lassen für die Roboports. Na doch. So zum Beispiel. Und dann alle drei oder vier von denen kommt dann einer davon hin. Jetzt ist es erstmal nur dafür da, dass er mehr aufladen kann. So, ne? Ihr wisst schon. Was hatte ich jetzt unten geholt? Stein. Stein für hier. Du, da ein Steckstein. Du gibst mir das, da ein Steckstein. Steckstein. Das dahin. Okay, ich sollte schon mal anderweitig vorbereiten. Das da. Also ich brauche noch eine Highly Advanced Battery. Die da. Dafür brauche ich... Ah, es muss alles in Maschinen hergestellt. Nee, warte. Ich brauche ein Raw Sapphire und ein Raw Emerald. Raw Emerald habe ich. Sapphire habe ich nicht. Die hatten wir hier. Saphir Chunks. Die müssen also hier auch erst zerlegt werden. Davon bräuchten wir, glaube ich, damit am meisten. Kompressor. Das heißt, die Leichen werden zerlegt zu Chunks. Chunks werden dann hier und in ähnlichen Kompressoren verarbeitet zu Raw. Und Raw mache ich dann händisch später zu Polished, je nachdem, wofür sie gebraucht werden. Ich will doch nur... Warte mal, wir haben hier noch... Da, haut den mal hier hin. Hier wird auch nichts verdoppelt. Es wird nur am Anfang verdoppelt. 12. Ein. Gib mir ein. So. Okay.
Das war das erste. Du, stopp. Mach das mit Saphiren bitte. Dann Steine. Ein Polished Emerald.